Hier kommen die meisten Siebenbürger Sachsen auf einem Haufen zusammen. Weil man hier noch einmal von der großen Menge mit erfasst wird. Bei dem Trachtenumzug, aber auch sonst in den Straßen Dinkelsbühls, so viele junge Leute zu sehen. Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Zum wievielten Mal dabei? Ich? Ich glaube zum 30. Mal. Und gibt es noch was Neues zu entdecken nach all den Jahren? Immer, immer. Dieses Kinderprogramm natürlich, das Tanzen morgen. Die Ausstellungen, Bücherstände. Fackelumzug. Zeltplatz. Zeltplatz, genau, ganz wichtig. Ja. Seid ihr auf dem Zeltplatz dieses Jahr? Ja, sind wir. I'm so excited. And I just can't hide it. Sowas gibt es nur in Bayern.